erstmal cool, dass ihr ja Zeit gefunden habt, auch wenn es eine etwas schwere Geburt war. Ne? Ich will jetzt den Finger auf jemanden zeigen, aber vielleicht war es an einer Person. So, das Format Verräter. Und vielleicht habt ihr schon ein bisschen was davon gehört, vielleicht auch gar nichts. Ich erkläre es einfach mal einmal ganz kurz grob. Mhm. Beim Verräter-Quiz geht es einfach darum, ein ganz normales Quizformat zu beantworten. Ihr kriegt Fragen vorgesetzt, könnt euch untereinander austauschen, spielt zusammen, also ihr sammelt Punkte zusammen miteinander. Der Twist bei der Sache ist aber, dass ihr nicht nach der richtigen, sondern nach der falschen Antwort sucht. Als kleines Beispiel, ihr sucht immer den Verräter in der Antwort. Die Aussage wäre, ich bin eine Farbe. Und dann wären die Antwortmöglichkeiten Rot, Blau, Grün und Stuhl. Dann wäre in dem Fall, Stuhl. Nehme ich mal an, Stuhl der Verräter, right? Stuhl wäre richtig, oder? Ja, erster genau. Punkt. Quasi. Genau, ja. Okay. Basically. Am haben Ende wir jetzt. Ersten Punkt. Haben wir jetzt. Ich wünschte. Am Ende des Quizzes gibt es noch so einen kleinen Twist. Da gibt es eine Frage für Nova über Henke. Wir haben dich ein bisschen gestalkt. Und eine Frage über Henke für Nova. Habe ich das korrekt erklärt? Also eine Frage übereinander kriegt ihr dann so basically, weißt du? Aber wir haben natürlich nur öffentliche Informationen. So wir haben. Wir haben nur öffentliche Informationen verwendet, also don't worry. Easy win, clap. Oh mein Gott. Ich denke, das ist sehr selbsterklärend, wenn ihr so ein bisschen drin seid. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur ersten Frage. Vielleicht hat einer von euch Hunde, vielleicht weiß einer von euch schon zufälligerweise die Antwort. Ich bin eine Hunderasse. Pulli Napoletano, Mastino, Brüssel Griffon oder Roborowski Zwerghund. Ihr könnt euch untereinander austauschen, ihr könnt... Ich glaube, ein Pulli Napoletano, das ist bestimmt ein napoletanischer, eine Hunderasse. Also da könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist was. Habe ich schon mal gehört. Pulli Napoletano war so ein großes Viech, was sabbert. Bin ich mir relativ sicher. Ja, in Mastino habe ich noch nie gehört. Ich kenne Mastiff, so, oder ein Mastiff, aber ein Mastino. Mein Mastino wäre legit ein Hund. Könnte aber auch ein Wein sein oder so ein Scheiß. Ein Brüssel Griffon. Ey, ich fühle mich strunzdämlich, weil weißt du, der Anfang, der Anfang war so, ja, dieses mit den Farben, ich dachte, ja, easy going, da sehe ich, so, kein Problem. Und jetzt kommt er hier mit halbe Lexikon. Ja, wird noch fresher, das Quiz, trust me. Roborowski Zwerghund, der lässt mich aber, ich sag mal, ganz groß zweifeln, Freunde, da möchte ich aber mal kurz... Der Roborowski-Zwerghund. Als ob ich jetzt so Hundekenner wäre. Ich glaube, pass auf. Napoletano Mastino bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es einer ist. Mhm. Pulli bin ich mir auch sicher, dass es einer ist. Brüffel Griffon, zweifle ich. Da zweifle ich am meisten inzwischen. Der Roborowski-Zwerghund. Boah, es könnte irgend so eine kleine russische Töle sein oder sowas. Roborowski, Alter, ist das nicht irgendwie aus einer Serie oder so ein Scheiß? Es klingt halt. Und wie, ich weiß nicht, wie ich mir den vorstelle, wie so ein alter Mann als Hund. Weißt du, mit so Schnauze auf den. Ich sehe aber auch, dass es so ein Roboterhund ist, weißt du? Bei mir ist dieses Wort Robo. Lass einfach Roborowski Zwerghund nehmen. Komm. Boah, ich schlag mich selbst, wenn es der Griffon ist. Ja, wir nehmen den scheiß Zwerghund. Ich glaube, der Zwerghund gibt's. Der Mastino Napoletano ist ein Großhund, der sehr einem Mastiff tatsächlich ähnelt. Also ihr wart da ungefähr korrekt. Sabbat, ne? Der Pulli müsst ihr mal googeln, der sieht legit aus wie ein Wischmopp. Dann habt ihr gestruggelt zwischen Brüssel Griffon und Roborowski Zwerghund. Der Brüssel Griffon ist eine Hunderasse, ein Kleinhund. Der Roborowski Zwerghund ist der Verräter. Ihr habt euren ersten Punkt. Nova. Guck mal, wir sind jetzt von Tieren, aber da eure Spezialität ja... Gaming und Gamer sein ist, wird euch die nächste Frage bestimmt einfacher fallen. Ich gehöre zu Ubisoft. South Park, der Stab der Weisheit, Sackboy, A Big Adventure, The Crew oder Mario & Rabbids Kingdom Battle. Welche dieser Franchises? Oder Sackboy ist ein PlayStation-Exclusive-Titel. Das ist nicht Ubisoft. Es war es eine Ubisoft. Mario & Rabbids ist eine Nintendo-Ubisoft-Collab. Genau. South Park, Stab der Wahrheit, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ist hundertprozentig Ubisoft. Also es würde sich entscheiden zwischen The Crew und Sackboy. Ich glaube nicht, dass Sackboy von Ubisoft entwickelt wurde, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ein PlayStation-Exclusive aus dem Hausstudio ist. Deswegen sage ich Sackboy. Gehst du mit, Nova? Ja. Ja. Tatsächlich, kurz und schmerzlos, so wie die Antwort. Ihr wart da natürlich korrekt. Sackboy ist das PlayStation 3-Icon damals gewesen, der kleine... Ich würde schon sagen, hässliche Maskottchen, was diesen übergroßen Kopf hatte. Genau, der Sackjunge, was ein Sandbox-Spiel hatte. Ja, ist ein plötzlich exklusiv. Oh. 8000 Sekunden, sie jetzt vereint. Mal gucken. Guckt ihr Serien?
Vielleicht fällt euch diese Frage ein bisschen leichter oder schwieriger. Zu den beliebtesten Fernsehserien der Deutschen. Two and a Half Men, Game of Thrones, Grey's Anatomy und How I Met Your Mother. Gemessen an Umfragen von 14- bis 49-Jährigen, sie wurden gefragt, guckt diese Serien immer / regelmäßig, wenn sie im Fernsehen laufen. Aber ist, gucken ich, ältere ich Menschen, glaub, über, ich glaube, gucken Menschen actually, über 25 Two and a Half Men? Ja. Und finden das legit im Vergleich zu Game of Thrones, Grey's Anatomy und How I Met Your Mother? Die Sache, was ich mich jetzt frage, und da jetzt eine Frage an den Moderator gerichtet, von wann ist die Umfrage? Willst du deswegen Game of Thrones ermessen vom Erfolg von Game of Thrones? Von Statista ausgehoben im Juli 2016. Juli 2016, Game of Thrones cancelled. War Game of Thrones 2016 schon so? Game of Thrones gab es doch, hundertprozentig, das gab es doch schon. Aber nicht, dass es zu den beliebtesten. Also ich habe das Gefühl, dass Game of Thrones erst vor so zwei, drei Jahren, dass Leute angefangen haben zu realisieren, wann wie geil Game of Thrones ist. Aber nur, wann hat Game of Thrones aufgehört? Vor 2 Jahren? Und das gab es doch gar nicht im Free-TV. So. Game of Thrones gab es 2016 gar nicht im Free-TV. Es gibt's immer noch nicht im, es gibt Game of Thrones doch immer noch nicht im Free-TV. Gutes Argument. Also wie breit ist die Zielgruppe von den jeweiligen Serien? Und ich glaube, die schmalste hat tatsächlich Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, ja. Grey's Anatomy, hast du recht, ist das Einzige, was ich glaube, keine 15-, 16-Jährige oder 16-Jähriger wird sich hinsetzen und sagen, Digga, jetzt war Grey's Anatomy, aber... Wird's so geben, aber ich glaube nicht, dass es so viele sind. Genau, und ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen, ich würde sagen, wir loggen C ein. Ja. Wir loggen C ein. Big Bang Theory mit 25% die am beliebtesten geguckte Fernsehserie in ganz Deutschland. Verstehe ich überhaupt nicht. Ist nicht mein Humor. Tunta Huffman war auf dem 2. Platz mit 20%. Ihr habt How I Met Your Mother auf dem 5. Platz, das spielt nur 14%, was ich ein bisschen, finde ich persönlich, ist eine coole Serie, ne? Und dann ist halt natürlich die Entscheidung zwischen Game of Thrones und Grey's Anatomy gewesen. Einer dieser beiden Serien wurde zu 11% regelmäßig geguckt, die andere 18%. Und diejenige, die nicht zu den 5 beliebtesten Fernsehserien der Deutschen gehört, ist Grey's Anatomy mit 11%. Game of Thrones mit 18% immer noch Banger, also von vorne bis hinten. Überraschenderweise Simpsons mit 14% gleich auf mit How I Met Your Mother und King of Queens mit 13% direkt dahinter. Also Geschmäcker sind verschieden. Okay. Ja, ist auf jeden Fall, ich muss sagen, sind Ergebnisse, die mich persönlich ein bisschen überrascht haben, so teilweise. Okay. Vor allem mit Big Bang Theory auf First Place. Ich weiß, dass die Serie beliebt ist. Wir sind auf die kuriosesten Süßigkeiten-Webseiten gegangen und haben uns die wacksten Süßigkeiten-Namen rausgesucht. Ich bin eine Süßigkeit. Bratapfel, Marshmallows, Rittersport, Gin, Tagungstiger oder, mein persönlicher Favorit, Anti-Allergie-Gum bei Weihnachtsbaumallergie. Drei dieser Sachen sind legit Süßigkeiten-Namen und eine ist entweder frei dazugedichtet oder abgewandelt von uns. Die Sache ist, D ist zu beknackt, als wenn es nicht existieren könnte. Das ist halt so dumm, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Ja, true. Rittersport Gin. Pass auf. Rittersport, es soll ja was für die ganze Familie sein. Ich glaube nicht, dass die auf einmal anfangen, irgendwas mit Alkohol zu machen. Haben sie das nicht schon? Nee? Haben sie? Aber Gin ist anders weird, Mann. Tagungstiger ist irgend so ein Zeug, Alter. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so wegen, weil du hast die Tagung der Tagungstiger, so kann ich mir vorstellen. Bratapfel Marshmallow gehe ich komplett mit, fühle ich komplett. Bratapfel Marshmallow, ja, no-brainer. Gibt's 100 pro. Gin ist so ein ganz weirder Alkohol, um den in Schokolade reinzuballern, in meinen Augen. Schokolade und Gin ist so, I don't know. Weil ich glaube, der Shit ist Cap. Ich glaube, die Scheiße gibt's nicht. Oh, ich glaube, die gibt's auch nicht. Hier wurde uns eine falsche Fährte gelegt. So. Ein roter Hering. Hier wird mitgespielt. Ja, so ist es. Wollt uns Bären aufbinden. Lockt ihr Rittersport Gin ein. Okay, Tagungstiger ist ein Fruchtgummitiger mit Fruchtsaft und Taurin. Also basically ein Energy Gummibären Tiger, was auch immer. Keine Ahnung. Zwischendurch. Irgendwie sowas, ja. Anti-Allergie-Gum bei Weihnachtsbaumallergie, ich habe keine Ahnung mehr, dass auf jeden Fall Kaugummis, die existieren, wer auch immer den Namen ausgedacht hat, gehört verprügelt, no joke, ne? Safe. Dann gab es die Entscheidung zwischen, ja eigentlich keine, ihr wart relativ sicher, dass Rittersport-Gin ist, ne? Ja. Kurze Frage, so, was stellt ihr euch unter einem Bratapfel-Marshmallow vor? Marshmallow mit Bratapfel-Geschmack. Digga, wenn der jetzt sagt, Marktlücke entdeckt, Nova, denn leider ist das Fake. Die Fake-Süßigkeit. Rittersport Gin ist tatsächlich eine verkaufte Süßigkeit von Rittersport. Das war eine Limited Edition, wirklich? Oder? Wirklich. Ich glaube, das ist alles so Weihnachts.
oder? Ich glaube, lass mich kurz gucken. Kurz mal eins in den Chat bei allen Leuten, wer sich auf Weihnachten freut. Also ich bin richtig Weihnachts-Ultra, ne? Also, yeah, same, same. Und jetzt, ey. Ich weiß ja nicht, ob es Limited Edition war, aber es ist voll mit Schokolade. Eingelegt in Gin zu 1,2% in den zu Dingens. Aber ey, Bratapfel, Marshmallows, Nova, bring die auf den Markt. Ich esse sie. Influencer-Produkte gehen eh stall durch die Decke, weißt du? Ja, eben, Alter. Also, ehrlich, let's go. Der Bratapfel. Ja, passive Income, so let's go, Alter. Seid ihr beiden gut in Allgemeinbildung? Nee. Nee. Ja, wird die nächste Frage wahrscheinlich interessant werden. Denn einer dieser vier Leute lügt. Ich war ein Bundeskanzler. Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt oder Horst Köhler. Also ich will jetzt nicht, also Brandt Horst und Köhler waren... Horst Köhler war Bundespräsident, war kein Kanzler. Erhard, Kiesinger und Brandt waren alle Kanzler. Ja, nur was sieht überzeugt aus, ich weiß. Ja. Horst Köhler, Vorgänger von Christian Wulff. Ja, ist mir Henke zuvor gekommen, wollte ich jetzt auch sagen. Ja, da geht man einfach natürlich mit. Ja, denn Henke hat natürlich gut. 100% recht. Horst Köhler war von 2004 bis 2010 Bundespräsident. Ludwig Erhard von 1963 bis 66. Georg Kiesinger danach von 66 bis 69. Nice. Willy Brandt von 69 bis 74. Also, easy going, Alter. Krass. Ich dachte ich persönlich hätte an der Frage gestruggelt, weil ich halt keine fucking Ahnung von Allgemeinbildung und Politikwissen hab, so. Aber hey, Wissen ist halt selektiv und anders. Lecho. Also ihr auf einem guten Pace. Wir stehen gut im Saft gerade, ne? Ja, sehr gut im Pace. Also das Team, was bisher die meisten Punkte hatte, waren Annie und Reeft mit 9 von 10. Und okay. Ihr seid auf einem guten Pace, sie mindestens gleich aufzusetzen. Alter, let's go. Komm, Henk Meister, wir haben das. Wir machen das. Ja, ihr habt das. Genauso einfach habt ihr die nächste Frage. Ich gehöre zum Club 27. Ah, Amy, easy. Waynehouse, Janis, Joplin, ja, Kotkebe und Avicii. Ich glaube, Avicii. Avicii 100%ig. Janis Joplin Kurt Cobain, Amy Waynehouse bin ich mir 100%ig sicher. Das sind Club 27. Genau. Janis Joplin bin ich mir auch relativ sicher, das ist eine von denen, die immer groß erwähnt wird als Club 27. Wie alt war Avicii? War der nicht schon über 30? Kurzer Einwerkeflash für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht wissen, was der Club 27 ist. Mitglieder des Club 27 werden Musikerinnen und Musiker betitelt, die in ihrem 27. Lebensjahr ihr Leben ließen aufgrund von verschiedenen Ursachen. Und darüber wurde so ein Phänomen quasi. Ja, in den Medien berichtet und dann hat man das halt zu Club 27 genannt. Avicii, mein Call wäre Avicii. Ich meine nicht, dass der da drin ist. Ich lege dafür jetzt meine scheiß Hand ins Feuer, ja, dass Avicii nicht im Club 27 ist. Ich glaube auch nicht, weil das wäre auch anders in den Medien gewesen, wenn er 27 gewesen wäre. Okay, zum Club 27 von diesen vier Personen gehört nicht Avicii, denn Avicii ist 28 Jahre alt geworden. Amy Winehouse, ich glaube tatsächlich vor 10 Jahren, 2011, leider gestorben. Ehrlich, ist das schon 2011 ja, gewesen? Ja, es ist so lange her. Das ist crazy. Deswegen, Kurt Cobain kennt man, würde ich behaupten, einfach, selbst wenn man nicht die Musik von ihm gehört hat. Ich glaube, das ist der bekannteste Vertreter also vom Club 27 eigentlich. Ja, ich glaube auch. So, wenn man vom Club 27 redet, dann redet man wahrscheinlich von Kurt Cobain sofort. Ja. Aber gut, machen wir weiter damit. Von der einen Musik, ich glaube, die nächste Frage, von der einen Musikfrage zur nächsten, diesmal vielleicht ein bisschen more uplifting. Denn die Frage ist, ich gehöre zu den drei erfolgreichsten deutschen Sängern, gemessen an verkauften Tonträgern, sprich Alben oder weiß nicht, wie jetzt. Grönemeyer war scheiße erfolgreich, der ist 100%ig drin. Aha. Ich glaube, Westernhagen auch. Warte mal, gilt's insgesamt verkaufte Platten? Tonträger wird definiert, also sprich Alben, CD. Scheiben, Vinylplatten, CDs, etc., Kassetten, was auch immer. Ich glaube, Rolf Zukowski hat scheiße viel verkauft. Ja, ich glaube auch. Das ist so ein Schlager-Guy. Und das Ding ist, es wird so krass unterschätzt, wie umsatzstark die Schlagerbranche ist in Deutschland. Weil die ganzen Muddis halt diejenigen sind, die noch hinlaufen und sich einen fucking Tonträger kaufen und sagen, ich kaufe eine DVD. Oder eine CD, meine ich. Deswegen, ich glaube, Rolf Zukowski auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen. Grönemeyer und Zukowski 100%ig. Maffei. Das Ding ist, Westernhagen hat aber auch jetzt, glaube ich, sehr, sehr lange nichts mehr rausgebracht.
Das letzte, was ich mitbekommen habe, war sein MTV-Ding. Westernhagen übrigens, sehr geile Musik. Hamburger Szene, Shoutouts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Maffay so viel verkauft hat. Ich glaube nicht so erfolgreich, also deswegen. Also ich will nur in den Raum werfen, alle... Ich möchte sagen, primär C, D und B sehr viel, während A eher so ein bisschen weniger kann. Ich will nur in den Raum werfen. Ja? Alle vier dieser Leute waren sehr erfolgreich. Die gehören alle zu den Top 4. Das heißt, nur einer von denen gehört logischerweise nicht zu den Top 3. Ne? Deswegen nur, also damit ihr das im Kopf behaltet. Dass Rolf Zukowski einen Output hat, der komplett geisteskrank ist. Also der hat arsch viel rausgebracht. So. Und jeder Sack hat diese Weihnachts-CDs von Rolf Zukowski zu Hause, bin ich mir relativ sicher. Ey, aber von Peter Maffay weiß ich keinen Song. So, no disrespect an Peter Maffay. Aber Westernhagen, Grönemeyer, Zukowski könnte ich dir auf Anhieb 5 Songs jeweils sagen. Deswegen würde ich mit Peter Maffay gehen, tatsächlich. Hat er nicht auch irgendwas? Ey, ich möcht so gern Peter Maffay callen, aber der Penner war mir zu erfolgreich auch ein Stück weit. Ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass Peter Maffay in der Top 3 ist. Mit gutem Gewissen kann ich nicht sagen, dass Peter Maffay in der Top 3 ist. Ich glaube, da sind wir ganz pragmatisch. Du kennst dich da, glaube ich, musiktechnisch einfach mehr aus. Boah, jetzt schieb mir nicht diesen Scheißstiefel zu, Alter. Schön die Verantwortung abwälzen. Mein Herz wäre das D, aber wenn du mit A gehen. Ja, du machst mich halt so. Ich kenn dich so. Ich habe dieses Face gerade so. Du machst mich so zu Sau, wenn es D ist. Weil ich bin mir selber nicht sicher. Nein, wir entscheiden uns jetzt zusammen für eine Sache und dann wir entscheiden uns zusammen, wir sterben zusammen, okay? Let's go. Du bist jetzt eine Münze. Kopf ist Peter Maffay, Zahl ist Westernhagen. Okay. Siri wirft eine Münze. Es ist Kopf. Maffay? Fragezeichen? Kopf war Maffay. Ne? Also ihr lockt Maffay ein? Okay. Ich würde Maffay sagen. Okay, let's go. Schicksal hat entschieden. Okay, das Schicksal hat gesprochen. Der erfolgreichste Musiker ist wie... Lol. Hallo? Das Schicksal hat auf jeden Fall entschieden. Ich glaube, das Schicksal wollte uns hier einen Strich durch die Rechnung machen. Herbert Grönemeyer ist... Ah, fuck! Ich rede jetzt einfach schnell und dann haben wir die Sache, ja? Herbert Grönemeyer ist der erfolgreichste Musiker mit 18 Millionen verkauften Tonträgern. Stand Juni 2020, was halt krank viel ist, ne? Rolf Zukowski ist ein Kinderliedermacher oder ein Liedermacher und Kinderliedermacher. Der ist auf dem dritten Platz mit 14,3 Millionen verkauften Tonträgern. Das ist natürlich die Frage, wer ist auf dem zweiten Platz mit 15,5 und wer auf dem vierten mit 12 Millionen? Ihr habt euch für Peter Maffay entschieden. Mhm. Ihr habt das Schicksal entscheiden lassen. Und eine Münze geworfen. Vielleicht hättet ihr aber auch auf Nova hören sollen, denn auf dem vierten Platz ist Marius Müller-Westerhagen. Peter Maffay ist auf dem zweiten Platz mit 15,5 Millionen verkauften Tonträgern und Marius Müller-Westerhagen mit 12 Millionen auf dem vierten. Guck mich nicht so an. Dicke Stimmung. Da gibt's heute Abend noch ein bisschen Probleme, aber alles gut. Deswegen sage ich, also die waren alle krank erfolgreich. Das muss man halt auch einfach in den Raum stellen. Aber die sind auch arschnah beieinander alle. Ich meine, ihr hattet, ich will ja nichts sagen, aber ihr hattet die korrekte Antwort parat. Warte. Wir haben doch gesagt Westernhagen, da muss irgendwie ein Fehler über Discord gewesen sein gerade. Ja, klar. Ich glaube auch, ja, das war kurz runtergegangen, aber wir hatten ja eigentlich gesagt, im Moment... Ja. Ja, zumindest können wir ins Wort gucken einfach. Nein, also kein Problem, Kopf Leute. Kopf war Westernhagen. Oh nein. Verflixt und zugenäht. Oh, da machst du aber leider nichts.